Schön, dass ihr wieder bei Sons of the Forest wieder mit dabei seid. Wir haben des Öfteren mal Besuch hier, wie da vorne gerade, ich weiß nicht, ob das Kelvin ist. Das da können wir auch nicht wegreißen, ehrlich gesagt. Da kommen wir so nicht vorbei. Ich habe so ziemlich fast alle Pfeile verschossen. Ich glaube, 5 haben wir noch. Aber die Pfeile sind gut, habe ich festgestellt, wenn man damit trifft. Leider aufgrund des Schnees sehen wir auch nicht wirklich die Pfeile, wo sie liegen. Wenn sie irgendwo unterm Schnee liegen. Ich hoffe, dass der Winter bald vorbei ist. Hm? Worauf zeigst du? Beim Vogel? Das Stück hier können wir wegreißen. Hier kommen wir nicht weiter. Hier ist irgendwas buggy, wenn wir es überhaupt wegkriegen. Jo, siehst du mal. Dann können wir doch die Stämme hier weiter verarbeiten, oder? Dann brauchen wir sie nicht wegschmeißen. So, wir versuchen jetzt mal hier ein bisschen gerade lang zu kommen, wenn es geht. Hm? So ein bisschen hier so, dass wir hier so vorbeikommen. Aber wir haben hier diesen komischen Bug, dass wir da nichts hinstellen können. Warum auch immer. Außen ist da eine ja viel zu kurz. Da habe ich einen viel zu kurzen Baumstamm hingestellt. Ab zack. Und zack. Ah, so ein bisschen um die Kurve. Kommen wir so, wenn wir hier so weitermachen, da vorbei? Ja, ne? Ich glaube ja. Wunderbar. Was war denn das schon wieder für ein Geräusch? Die Geräusche machen mich ja allerdings leicht kirre. Wir frieren auch nicht mehr so leicht wie vorher. Das beweist doch, dass wir langsam aber sicher wieder Richtung Frühling gehen. Das ist doch schon mal schön. Auch wenn noch Schnee liegt. Wunderbar. Denn den hier noch. Das andere war, glaube ich, echt nur ein kleiner Baumstamm, den wir wegschmeißen können. Oder, ich glaube, man kann das auch als Feuerholz benutzen. Müssen wir gleich mal gucken. Kriegen wir den hier raus? Ja. Einmal kurz hier hinschmeißen, wenn es geht. Einmal Axt in die Hand. Das Zeug jetzt zu Kleinholz verarbeiten. Ich glaube, das kann man so nicht als Feuerholz verwenden, ne? Oder auch nicht? Irgendwie so in der Art ging das. Kann aber auch sein, dass wir das noch einmal kleiner hauen müssen. Warte mal. Auch wenn er das gerade nicht macht, warum auch immer. Jetzt? Da muss er immer den richtigen Punkt finden, ne? So, aber so geht das, glaube ich, als Feuerholz. Nee, so nimmt er das doch nicht, oder? Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie das mit dem Feuerholz funktioniert. Aber es soll wohl irgendwie gehen. Beim versteckten Feuer soll man Holz reinmachen können, dann brennt das länger und besser. Aber er zeigt mir gerade hier nichts an. Das E ist nur, dann kann ich halt mein Inventar öffnen, um da drin Essen zu kochen und so. Müsste das nicht in unserem schlauen Büchlein stehen? Lampe, Jojo. Das Zaun. Einfacher Boden. Okay, da kommen wir alles noch zu. Tür. Fenster. Einzelne Stufe, okay. Balken, Jupp, Dach, Stützen, Treppe. Ey, das Qualitätsholz, ja. Bisschen mehr Respekt. Verteidigungsmauer, Seil, Seilbrücke, alles gut und schön. Feuerholz, guck mal. In kleine Stückchen hauen, haben wir doch getan, haben wir doch gemacht. Aber irgendwie? Oder müssen wir das noch kleiner hauen? Nee, ne? Noch kleiner geht doch gar nicht. Noch kleiner geht das partout nicht. Mö.
Ah, jetzt zeige ich das an. Ah. Key. Ah, siehst du mal, so geht das. Sehr schön. Du brennt das nämlich auch ein bisschen länger. Denn hier, hau mal ein bisschen drin. Wunderbar. Dann haben wir den zumindest ordentlich mitverarbeitet. Baumstämme wollen wir uns natürlich nicht im Lager. Dann müssen wir zäunen. Den nochmal weg. Stock mit. Gut. Unsere Baumstämme hier sind so ziemlich voll. Das ist doch praktisch. Den nehmen wir mit. Damit wir hier mal weiterkommen. Wie gesagt, wir marschieren wieder los. Sobald wir hier nicht mehr erfrieren. Unser Erfrierungsbalken geht mir schon wieder los. Wir müssen erstmal den Winter überstehen. Bip, bip. Ja, wie gesagt, ist relativ klein das Gebiet hier, aber für einen Anfang. Es ist ja nicht gesagt, dass man nicht später woanders auch noch was aufbauen darf. Ich meine, habe ich eigentlich in der Regel nicht vor, aber man könnte es ja rein theoretisch, ne? So. Ja, an Spitzen weiß ich. Wir müssen aufpassen, hier können die Herrschaften natürlich weiterhin reinkommen. So, ja, das wäre schön, damit ich kleine Steinchen sammeln kann. Das wäre sehr schön, damit ich an neue Pfeile komme. Meine Pfeile sind ja nun nicht so den Art. An Federn kommt es auch relativ leicht. Und wenn man am Strand Möwen auseinander nimmt. Sehr schön, sehr schön. Man sieht bloß hier halt im Schnee die Steine nicht. Und ich glaube, kleine Steine kann ich ihn gar nicht sammeln lassen. Gehen nur große. Die Geräusche hier, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Mutierten sind oder die Eingeborenen irgendwelche Kampfschreie üben oder so. Ich habe eher so erwartet, dass die Eingeborenen da in ihrem Dorf rumtanzen. Hey, 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 hey. Das habe ich erwartet, aber gut. Was sehen tue ich aktuell keinen, nur dass wir uns den Arsch abfrieren. Kurz aufwärmen. So, den geht's weiter. Damit wir das hier wirklich langsam mal fertig kriegen. Wir brauchen eine anständige Hütte. So wieder nix. Am besten mit Aussichtstürmchen vor und so Kram, dass wir von oben runterschießen können. Irgendwie sowas in der Richtung. Ein bisschen Schutz muss aus sein. Die Geräusche machen mich kirre. Ich mag mich wirklich kirre. So, vor allem im Moment, die können ja auch übers Eis laufen, ne? Sind wir sowieso von hinten so ziemlich ungeschützt. Aber gut, der Winter hält nicht ewig an. Wunderbar. So, Kelvin, ich glaube, du musst mal, auch wenn ich dir gerne Pause wünschen würde, leider ein bisschen helfen. Steine, ne, das sind nur die kleinen Gruststeine, Stämme. Pfeile? Wer kann die Pfeile einsammeln, die hier rumliegen? Mir geben, Folge mehr fallen lassen. Ja, lass die mal hier beim Feuer fallen, mein Freund. Vielleicht bringt er mir meine letzten paar Pfeile wieder. Das probieren wir mal. Das probieren wir mal. Aber Holz helfe ich Ihnen wieder. Alles kein Problem.
Es sind zwei Stöcker, die er in der Hand hat, aber stimmt schon. Solange ich meine Pfeile wieder kriege, alles in bester Ordnung. Na, Virginia, leider gerade keine Zeit. Wir sitzen hier etwas auf dem Präsentierteller. Frieren uns gerade den Lokus ab. Das ist nicht gut. Vor allem, wieso können die durchs Wasser trinken und ich nicht durchs Eis? So, einen Sturm haben wir noch. Hat der gerade wieder, warte mal, vergammeltes Stück Fleisch eingesammelt? Jo, raus damit. Das muss auch nicht sein. Naja, wir sind noch nicht hundertprozentig sicher, aber fass rum, der Wolf, fass rum. So, die Pfeile liegen ja jetzt, wie ich vermutet habe, unterm Schnee, ne? Ah, es ist zwar nett gemeint, aber so bringt mir das leider auch nichts, Kelvin. Unterm Schnee kann ich die partout nicht einsammeln. Okay, Kelvin. Wir brauchen auf jeden Fall noch Baumstämme. Steine, Stämme. Folge mir, Behälter füllen. Für Pfeile oder so gibt es keinen Behälter, ne? Dass man die da irgendwie drinnen lagern kann oder so? Ich glaube nicht. Spitzen wir hier erstmal an, damit die Herrschaften hier nicht rüberkommen. Ich denke aber schon, dass wir den größten Teil des Winters mittlerweile überstanden haben. Aber das habe ich selbst schon festgestellt. Wenn man die nicht anspitzt, die klettern doch eiskalt oben rüber. Den bringt die ganze Mauer nichts. Sehr schön. Sorry ich doch. Die klettern da eiskalt oben rüber. Hey, zieh dich. Es sind auf jeden Fall keine Mutanten, es sind Eingeborene mit Mutantenrüstung. Die wir leider nicht abschnibbeln können, was schade ist. Ah, der ist nicht alleine, der Gute. Die ist nicht alleine. Komm her, mein Freund. Da hinten sind auch noch welche. Die sind schon übel mittlerweile. Habt ihr schon geholfen? Habt ihr schon geholfen? Hier wird nicht gestorben, Virginia. Hier wird definitiv nicht gestorben. So, ist das Kelvin oder läuft da noch einer? Ich glaube, es ist Kelvin da vorne. Absolutes Stäbeverbot, ja? Nur die drei? Was ist mit das, was ich meine? Die laufen ja eiskalt rüber. Gut, aber wir hatten ein, zwei Beutelchen, ne? Die wir vorhin ja auch gar nicht aufmachen konnten. Ich glaube, jetzt im Moment sind wir etwas sicher. Den machen wir mal kurz. Also sonst kriegen wir irgendwann keine mehr mit. Ich kann den nicht öffnen. Voll? Wieso kann ich den nicht öffnen? Weil hier alles voll ist. Was ist denn voll? Wenn ich mal fragen darf. Was ist voll bei mir im Inventar? Klebern haben 21 Stück einstecken. Gut, Draht nur 4. Klebern ist wohl das Einzige, was wir voll haben, ne? Glaube ich. Ich glaube, ich versuche einfach mal Klebeband hier ins Regal zu werfen. Wenn es denn geht. Nein. Falsche Taste. So, Klebeband, Klebeband, Klebeband. Da.
So, dass wir 9 Stück behalten, das sollte ja wohl erstmal reichen, oder? Kriegen wir die jetzt geöffnet? Einfach mal probieren. Immer noch nicht? Ich wüsste ja gerne, was voll ist, ne? Ich wüsste wirklich gerne, was voll ist. Klebeband kann es nicht mehr sein. Ehrlich gesagt. Geldschein, irgendwas, was im Beutel ist, müssen wir voll haben. Ostern vielleicht, ja, da kannst du immer was von essen. Abgesehen davon. Ich finde Austern so widerlich. Mag dich jemand von euch? Echt? Ich weiß nicht, wie man sowas reinschlürfen kann. Das ist... gut, wir essen uns an Austern satt. Bringt ja eh nicht viel. Oder sind wir die zumindest los? Bringt eigentlich gar nichts, ne? Die Hungerleiste geht nicht wirklich hoch. Es waren die Austern. Okay. Oh, Stoff ist... schon mal gut. Du sollst nicht den Stoff ausrüsten. Sehr schön. Guck mal, nochmal neue Medikamente. Nochmal ein bisschen rohes Fleisch. Neues Klebeband. Da haben wir noch ein Beutelchen. Noch eine neue Auster. Sogar Munition kann drin sein. Okay, das macht die Beutel sehr wichtig. Noch mal ein bisschen Stoff, auch sehr schön. Was Seile können nicht drin sein, ne? Glaube ich. Ich wüsste zumindest nicht wie. Pack weg. Ja, da brauchst du von der nächsten hinterlassen, ne? Nein. Gut, denn ich wollte einmal das Stück rohe Fleisch hier ranhängen. Kann das hier auch am Trockenständer schlecht werden oder nicht? Eigentlich nicht, ne? Zumindest scheint das Getrocknete nicht ewig zu halten und es sieht auch ziemlich schlecht aus, finde ich mal so. Nö, ist es aber nicht. Aber wir hatten ja schon vergammeltes Trockenfleisch, so ist es nicht. Nö, das ist gut. So, satt sind wir auf jeden Fall. Dann gehen wir kurz was trinken und dann machen wir weiter mit dem Anspitzen. Dass ich zumindest einigermaßen Schutz habt. Stellen wir noch ein paar Fallen so auf, besonders im Eingangbereich. Was sein muss, muss sein. Durchs Essen hält man sich auch ein bisschen Leben, ne? Wie viele Medikamente haben wir jetzt? 3. Ja, da will ich nicht zu viel mitnehmen, weil wir sonst nichts mehr mitkriegen, wenn wir unterwegs sind. So, dann nehmen wir die gute Axt in die Hand. Den machen wir wieder hier mit anspitzen. Muss ich auch fertig. Das haben wir ja gesehen. Die klettern hier eiskalt rüber. Was sind wir schon wieder? War das Kelvin, der geschrien hat, oder was war das? Kelvin, lebst du noch? Ich hoffe es doch, ne? Ja, ja, sonst würde er da nicht mit dem Baum ankommen. Aber wir kriegen definitiv Besuch. Oh ja, und zwar jede Menge Besuch. Und sie kommt... ach, du Heilige. Das meine ich ja. Wir sind da so ziemlich ungeschützt. Au. Okay, um die müssen wir uns aber auf jeden Fall kümmern. Aber auf jeden Fall. Ramböcke auch. Okay. Jetzt laufe ich auch noch durchs Feuer. Du hast einen Beutel liegen lassen, Donkey. Nimm mit.
Wo ist noch inne? Da sind auch noch welche. Die müssen wir uns leider wirklich kümmern. Die machen uns hier sonst alles kaputt. So, da ist noch einer, da ist noch eine Rambock. Ey, Klappschuh, das ist meins hier, ja? Privatbesitz. Wo ist mein Speer? Danke. Das habe ich doch glatt aus Versehen mal ein Speer geworfen. Komm rein in die Wampe, genau. Und du, stirb mal leiser hier, Mensch. So, Rambock lebt auch noch. Ich sag ja, momentan, dank Winter, kommen die von hinten. Okay. Ist das Kelvin? Ja. Mein Holz. Hier wird kein Holz geklaut. So weit kommt's noch. Männer vorschicken zum Ablenken und den Holz klauen, ne? So weit kommt's noch, Lady. Und wenn ich deren ganzes Lager auseinandernehmen muss, wenn auch noch mal einer von euch mein Holz berührt. Ich glaube, wir haben jetzt alle, oder? Ich sehe zumindest keinen mehr. Das ist Kelvin. Virginia hat sich, glaube ich, verkrümmelt. Er hatte auch keinen Beutel. Er wollte doch tatsächlich auch mal ohne Wertmaterialien. Nee, nee, nee. Der hat auch keinen Beutel oder so, ne? Nee. Nee, nee, nee. So auf keinen Fall. Gut, Medikamente ist jetzt nicht so das Problem. Davon haben wir genug. Wir machen mal kurz den Beutel hier auf. Einen haben wir ja zumindest gekriegt. Guck mal, noch mal ein bisschen Muni. 9mm Muni. Klebeband. Kann man immer gebrauchen. Das passt schon. Er ist fleißig dabei. Ja, ja, diese guten Rambürge, ne? Falls wir Hunger kriegen, wir haben ja noch ein bisschen, da hängen wir noch, können wir uns ein paar Gliedmaßen abschneiden. Lässt sich auch alles essen, das ist ja das Schöne. Ich glaube aber auch, wir haben den Winter fast geschafft, dann können wir auch wieder fischen gehen. Der lüftet schon. Die laufen euch jetzt mittlerweile echt eiskalt von hinten übers Wasser, ne? Eiskalt. So. Ganz miese kleine Bastarde. Aber der See ist nicht ewig zugefroren, Leute. Der ist nicht ewig zugefroren. So. Und wenn ich ganz ehrlich bin, müsste ich mich eigentlich auch mal um ein bisschen Essen kümmern. Knochen, ja, weiß ich. Man kann Knochenständer bauen für Knochen. Wenn wir wo auch noch machen. Im Moment brauche ich sie ja nicht wirklich. Ich weiß, dass es die Knochenrüstung gibt, aber mal ehrlich sind, wir haben nicht genug Seile dafür. Nicht mal das bringt was im Winter. Die Bäume verschwinden im Schnee. Dann kriegen wir wieder nicht eingesammelt. Okay. Die Knochen wahrscheinlich auch, ne? Aber wir probieren es mal. Es verschwindet, hier liegen garantiert auch irgendwo meine Pfeile zwischen. Es verschwindet alles im Schnee. Das ist natürlich doof. Gut. Also richtig Feuer fängt der gut aber auch nicht. Liegt das am Schnee? Ah doch. Na gut, die Knochen sieht man noch. Ich meine, die brauchen wir jetzt nicht, aber ich wollte sie auch nur testen. Zack. Und hier nochmal. Aber wir haben den Wald so gut wie rum.
Weil ich übrigens noch einen Beutel sehe ich gerade. Im Übrigen, wo ist meine Tür? Die A-Löcher haben mir meine Tür kaputt gemacht. Ich meine, gut, die Bude soll eh weg, aber doch jetzt noch nicht. Erstmal muss das Regal da leer und raus. Dann werden wir gleich mal gucken. Wir haben ja unser Reparaturwerkzeug. Ob sie da nicht noch mehr beschädigt haben. Aua, uns ist aber auch übelst kalt. Die haben mir mal eine Tür weggeschreddert. Doch, ist hier eben unser Reparaturwerkzeug. Bum, 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 bum. Sieht man denn irgendwie, dass hier was kaputt ist? Nee, ne? Unsere Tür müssen wohl neu bauen. Ich glaube, da kommt schon wieder was. Können ja nicht nur von da mittlerweile oder von hinten. Von hinten ist bald vorbei, sobald der Winter vorbei ist. Jo. Da sehe ich schon wieder einen rumlaufen. Virginia hat sie auch verkrümelt, nachdem sie umgehauen wurde. Ich hoffe, sie lebt noch. Alter, ich werde ihr unbedingt ein GPS geben, bevor, wenn wir nachher eins haben. Da spawnen gerade jede Menge. Die kommt von hinten gleich. Okay. Tür muss da wieder rein. Das nützt alles nichts. Tür muss da auf jeden Fall erstmal wieder rein. Aber erstmal der. Beutel geht vor. Ist schließlich Loot. Na, guck mal. Schöne Medikamente. Das passt. Können wir auch gleich einen von benutzen. Ehrlich gesagt. Das vollste Leben haben wir ja nur auch nicht mehr. Den googeln wir mal, ne? Wie baute man nochmal Tür? Ich weiß es gar nicht mehr. Für immer brauchen wir einen Baumstamm, wahrscheinlich sogar zwei. Ich werde dir bei Gelegenheit helfen, Kelvin. Alles kein Problem. Tür ist wieder drinne, ein Träumchen. Ich wollte eigentlich nur, genau, den Baumstamm, der über ist. Holz ist aber noch genug drin, oder? Es brennt aber echt lange. Das ist schön. Virginia ist hoffentlich noch am Leben. Sie wird sich hoffentlich wieder blicken lassen. Ja, sie lebt noch. Und ich glaube, das Ding hier können wir auch entfernen. Das bringt uns hier gar nichts. Gut, mit C geht nicht. Vielleicht so. Die kriegen wir überhaupt nicht mehr weg, ne? Doch. Okay. Sehr schön. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Baumstämmchen. Bip, bip. Damit wir hier den Rest auch fertig kriegen. Und hier geht schon gar nicht mehr, ne? Aber hier ist ja noch flaches Wasser, oder? Oh, das geht gerade nicht wegen dem Eis. Weil hier kann ich hinstellen. Deswegen der doofen Kante hier, ne? Ah, doch, ging, ging, ging. Sehr schön. Und den Rest muss ich dann heute mal gucken. Wir kriegen Besuch. Du wolltest doch wohl nicht schon wieder hier. Gut, liegen lassen wir da nix. Der wollte doch schon wieder an meine Tür. Die haben ein Problem mit Türen. Da kommt der nächste, ich seh's doch. Na? Willst du deinen Kollegen essen? Ja, komm her. Komm her. Hier gibt's frisches Habi Habi. Ihr traust dich nicht? Dann komme ich eben zu dir. Die haben echt schon Mutantenhaut an.
Oh, bist du stolz auf deine Mutantenhaut? Tja, hilft dir auch nicht. Ja, abhaxeln bringt im Winter jetzt nichts. Wie gesagt, finden wir mich hier nie wieder. Das hier muss ich weitermachen im Frühling, wenn das Wasser aufgetaut ist. Da ist noch einer. Oh, hallo Virginia. Virginia bringt mir frisches Eichhörnchen. Jo, wir haben es gesehen, aber er ist das Fleisch. Sehr schön. Wo ist er jetzt? Verdammt! Da, man sammelt einmal Fleisch auf und schon ist der Gegner weg. Ja, lauf! Lauf! Geh zum Netto! Lauf! Komm ich ihm hinterher? Das war so klar, ne? Das war so klar, ne? So, jetzt stirb! Beutel? Wozu habe ich dich denn getötet, Mensch? Okay. Nee, kommt ja mal vor, ne? Kommt ja mal vor, alles klar. Unsere Müdigkeit geht hoch. Wie spät ist es denn? Okay, wird eh gleich dunkel. Nächste Mal. Alles im Griff. Ich würde aber trotzdem jetzt einmal noch. Den Rest machen wir dann, wenn das der See aufgetaut ist. Damit ich sehe, wie weit ich rein muss. So. Wunderbar. Und wenn der See aufgetaut ist, sind wir von hinten ja definitiv geschützt. Dann brauchen wir mich nur noch da schützen. Wir werden uns jetzt einmal gut schlafen legen. Das müssen wir auf jeden Fall. Ist so ein bisschen beengt. Der kann sich hier drin kaum bewegen, der Gute. So, und definitiv auch einmal speichern. Das ist jetzt der da, ne? Nicht, dass ich jetzt einen falschen Überspeicher. Ne, das ist der hier. Alles klar. So, noch haben wir Winter. Aber ich vermute, wenn meine Zählung stimmt, ist das hier der letzte Wintertag. Wir werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Einmal kurz trinken. Wieso geht trinken jetzt nicht mehr? Weil Speer in der Hand ist, ne? Ja. Ja, so geht das, ne? So geht das. Jetzt hast du mal gesehen, wie man trinkt. Okay. Haben wir noch irgendwas Essbares? Ja, hier, den Fisch kannst du noch reindrücken. So, und ich würde sagen, das rohe Stück Fleisch, das hängen wir mal an unseren Trockenständer, bevor wir das vergammeln lassen. Das muss ja nicht sein, ne? So, den hängen wir runter. Oh, der Junge friert aber sehr, sehr dull. Yo, yo. Stell dich ans Feuer. Wärm dich, das ist Balsam für die Seele. Und wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.